Haben eine quadratische Matrix, legen einen Körper zugrunde und die soll invertierbar sein. Und dann, also unter der Voraussetzung hier, soll dann gelten, dass die Inverse zu der transponierten, die Inverse der Matrix A transponiert sein soll. So, aus dem externen Video haben wir die Beziehung B transponiert, multipliziert mit A transponiert, gleich A mal B transponiert bewiesen. Also das gilt. Wem dieser Zusammenhang noch unklar ist, den verweise ich auf dieses externe Video. Den benutzt man nämlich, diesen Zusammenhang hier, um diese Beziehung hier zu beweisen. Wir starten. Die Einheitsmatrix. Allgemein gehalten, ja, einer N-Kreuz-N-Matrix, also die Einheitsmatrix mit N Einträgen in der Hauptdiagonalen, ja, lauter Einser in der Hauptdiagonalen, N Stück. Die kann ich doch auch schreiben, oder das ist dasselbe wie die Transponierte dieser Einheitsmatrix. Und das ist doch wieder dasselbe. Naja, die Matrix A multipliziert mit ihrer Inversen transponiert. So, jetzt verwenden wir, das nennen wir mal Stern hier, die Beziehung hier, diese Äquivalenz, die nennen wir Stern und Stern verwenden wir jetzt an der Stelle. Also Stern gilt, also gilt doch dann, dass die Inverse von A transponiert multipliziert mit der transponierten dasselbe ist wie das. Das ist einfach der Satz jetzt verwendet. Ja? Die Matrix, was an der zweiten Position steht, laut Stern, fällt auf die erste Position. Ja? Also einfach nur Stern hier verwenden. Jetzt steht auch dann da, dass die Einheitsmatrix E-Index N gleich dem hier ist. Ja? Ja, aber daraus folgt doch, dass die Inverse, ja, von A transponiert gleich dem hier sein muss. Also die Inverse der Matrix A transponiert. Das war's, QED. Gut. Vielleicht hier oben. Wenn wir jetzt mal für n 2 einsetzen.